안녕하세요, 여러분. Heute filme ich von einer Dachterrasse von meiner Wohnung, also von meinem Studentenheim, in Korea. Und seht euch mal den Ausblick an! Allerdings ist mein Plan so ein bisschen in die Hose gegangen, weil es ein bisschen nieselt. Deswegen muss ich mich hier unterstellen. Und ich wollte heute über die Doppelkonsonanten mit euch reden, weil ich so lange kein Video mehr über Koreanisch an sich gemacht habe. Und das ist aber auch sehr kurz, weil es gibt nur 5 Doppelkonsonanten. Diese werde ich euch einfach ganz kurz erklären mit Beispielwörtern und werde euch einfach die Aussprache ein bisschen vormachen, also dass ihr die ein bisschen mitsprechen könnt. Und damit das ganze Video nicht zu kurz ist und ihr noch ein bisschen Kultur-Input habt, hänge ich dann einfach meinen kurzen Besuch vom Palast Chandokgung einfach hinten dran. So, dann fangen wir jetzt an mit dem Koreanisch und ich hoffe, die Hintergrundgeräusche sind nicht allzu laut. Ja, ich muss einfach vorher mal sagen, dass die Doppelkonsonanten kürzer sind. Die werden sehr schnell und sehr zackig ausgesprochen. Das heißt, ich habe dann als Tipp immer bekommen, zum Üben, dass man davor die Luft anhalten soll und dann ganz plötzlich den Konsonant aussprechen soll, nachdem man die Luft angehalten hat und dann den Konsonanten dann sagt. Und ich fange dann an mit dem Doppel-G. Ich habe mir dafür das Doppel-G das Wort Galgemada ausgesucht, weil das da gleich zweimal drin vorkommt. Galgemada heißt es Nieseln. Und Galgemada heißt ordentlich, also sehr ordentlich. Also Koreaner sagen das, wenn jemand etwas fast geradezu perfekt eigentlich gemacht hat, dann sagen sie, oh, Galgemane. Man merkt schon, dass das G an diesem Doppel-Gs etwas sehr kurz und prägnant ausgesprochen wird. Als Vergleichwort habe ich dann das Wort Kada, das einfach gehen heißt auf Koreanisch, der Infinitiv. Vielleicht merkt ihr da schon den Unterschied zwischen Galgemada und Kada. Das eine wird Ga und das andere Ka ausgesprochen. Galgemada und Kada. Ga. Ka. Ga. Ka. Ga. Ka. Ga. Ga. Ich habe das selber so oft üben müssen, weil das war meine absolute Schwachstelle. Vor allem das Doppel-S, das ich gleich erklären werde, das konnte ich überhaupt nicht. Ewigkeiten. Und dann konnte man halt auch die Wörter nicht unterscheiden, die ich sage. Wenn die mit demselben, also wenn das einmal mit S war und einmal mit Doppel-S, weil meine Aussprache einfach keinen Unterschied hatte. Als nächstes haben wir das Doppel-D. Da habe ich das Wort Do herausgesucht, das heißt wieder oder nochmal, eher so im wiederholenden Sinne. Wenn jemand so etwas nochmal macht und du bist voll genervt, dann sagst du Do und sagst du schon wieder. Und als Kontrastwort dazu habe ich dann Nado oder Chodo. Wenn das Do dann da dran gehangen wird, heißt das quasi auch, also Nado, das heißt dann ich auch, Nado, Nado, Nado. Das wird dann anders ausgesprochen, wenn ihr den Unterschied merkt zwischen Do und To. Nado. Do, Nado. Do. Also Luft anhalten, Do. Ist nur ein Tipp von mir, müsst ihr nicht so machen, aber einfach versuchen, das ganz plötzlich auszusprechen und nicht so sanft und muss sehr kurz sein. Do. To. Und während ihr den aussprecht, atmet ihr nicht aus. Do. Und bei To atmest du gleichzeitig aus. Dann haben wir das Doppel-B und da habe ich mir nur ein Wort ausgesucht, wo beide Varianten drin vorkommen. Einmal das Doppel-B und einmal das normale B. Und das ist das Wort Papayo. Papayo. Und das erste ist ein normales B. Ah, der Regen! Ah. Ich glaube, das ist von den Wetterverhältnissen bis jetzt das schlimmste Video, was ich gefilmt habe. So, das hält mich jetzt aber nicht davon ab, das Video zu Ende zu machen. Wenn das kein realistischer Vlog ist, dann weiß ich auch nicht. Also bei dem Wort Papayo ist das erste B ein normales B und das zweite B ist kurz. Und bei dem Doppel-B fand ich es besonders praktisch, vorher einzuatmen und dann plötzlich das B auszusprechen. Papayo heißt beschäftigt sein. Also ich bin beschäftigt. Wenn ich sage Papayo, dann heißt das, ich bin beschäftigt. Ihr kennt ja bestimmt auch das Lied Bang 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 von Big Bang. Und da sagen wir immer Banger, Banger, Banger. Das sind quasi so Pistolenschüsse. Und das ist auch mit diesem Doppel-B. Und das wird halt so Ba ausgesprochen und nicht Pa. Ba. Jetzt kommt der für mich persönlich schwierigste Konsonant, nämlich das Doppel-S. Da haben wir nämlich einmal das Wort Sada. Das heißt billig sein, günstig sein. Und Sada, das heißt einkaufen, etwas kaufen.
Mir fiel das besonders schwierig, diese beiden zu differenzieren, wirklich. Also Sada und Sada. Sa, Sa, Sa. Und da muss man sehr differenziert halt die ganze Zeit üben und versuchen, diese Aussprachen, die Aussprache, also dass das verschieden klingt, zunächst einmal. Boah, richtiges Gewitter. Ich bin richtig so ein Timing-Experte. Und bei dem Wort ist es ja wichtig, weil Sada heißt billig und Sada heißt einkaufen. Du willst sagen, etwas war billig, dann sagst du Sasayo. Dann verstehen die aber, ich habe es eingekauft. Und das ist ja scheiße. So, jetzt sind wir schon beim letzten, nämlich das Doppel-J, J. Wie soll ich es nennen? Ich weiß es nicht, das ist dieser Buchstabe, den wir im Deutschen nicht haben. Und dieser Buchstabe hat auch zwei Beispielwörter, die ich mir rausgesucht habe. Nämlich einmal Dada. Das ist salzig sein. Und Tada, das heißt schlafen. So, das war's jetzt vom Koreanisch. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Und ihr werdet jetzt noch ein paar Ausschnitte von dem Tangdokgu Palace sehen. Viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ich bin heute in dem Tandokgung Palace und ich wollte euch einfach mal ein bisschen von diesem Palast zeigen. Das war Eintritt 8000 Won für den Palast und den Secret Garden und ich hoffe, es gefällt euch.